Hi, ich begrüße euch. Heute ist wieder ein Geheimtipp, ein Independent-Tipp dran. Und das ist Nathan Larson mit 214. Der Roman 214 von Nathan Larson ist was ganz Besonderes. Ich tippe mal so aus meiner Erfahrung, dass vielleicht nur 3% des Genres Romane abbilden, die in der nahen Zukunft spielen. Andere würden dazu Science Fiction sagen. Und der Roman spielt auch tatsächlich Ende 2014, also in der ganz, ganz nahen Zukunft. New York hat eine zweite Terrorwelle gehabt. Jeder, der sich das leisten konnte, ist abgehauen, geflohen. Es gab viele Tote. Und diese Stadt ist verwüstet. Diese Stadt wird nur von ganz wenigen Menschen bewohnt. Und das ist ein ganz, ganz irrer Plot, ein ganz irres Szenario. Und das ist an der Grenze der Großartigkeit. Das Besondere, gleichzeitig aber das ganz Klassische an 214 ist die Hauptfigur. Yu Dezimil ist eine Art Privatdetektiv. Das haben wir schon 40.000 Mal gelesen. Das Besondere, wie schon gesagt, ist eben das Szenario und sein Auftrag. Er soll einen ziemlich schrägen Typen finden. Er soll ihn im Grunde unschädlich machen. Ihm ist überlassen, wie er das macht. Und er kriegt immer mehr mit, dass seine Auftraggeber ganz, ganz eigenartige Leute sind. Dazu kommt nur als ein Beispiel, er wohnt in der ehemals größten Bibliothek New Yorks. Er wohnt da alleine. Er hat sich das als Wohnung, als Wohnraum zugelegt, eingerichtet. Und das ist so ein surrealer Zukunftsplot, der aber ganz, ganz viel mit New York heute zu tun hat. Das ist brillant. Ein Wort, weil nicht ganz unwichtig, möchte ich noch zu dem Verlag sagen. Diaphanes ist ein eher kleiner Verlag, der Wissenschaft macht, so ein bisschen Zeitgeschehen macht. Das ist meines Wissens überhaupt erst der dritte Kriminalroman in einer beginnenden Serie. Und es ist einfach schön, dass es sowas wieder oder noch in Deutschland gibt. Und ganz besonders für mich ist auch die Ausstattung in dem Buch in puncto, es gibt ein Nachwort, sowas gibt es ja in Deutschland kaum noch. Die Verlage finden es unnötig, Schrott ist ihnen zu teuer, was auch immer, ich blicke da nicht durch. Thomas Wörthy hat das geschrieben, ein ganz großer Herausgeber, Kritiker. Und was er in diesem Nachwort schreibt, das ist die Quintessenz des Buches, das ist einfach Handwerk hoch 10. Nach langem und kurzem Überlegen gebe ich 214, 8,5 geht nicht, also gebe ich 9 Patronen. Es ist einfach kleines Meisterwerk in puncto Stilsicherheit. Es ist exzellent übersetzt. Ich habe im Original nochmal nachgelesen. Da hat wirklich jemand sein Fach verstanden. Das war mein Geheimtipp für diese Woche. Ich hoffe wirklich für den Autoren und für das Buch, dass es euch gefallen hat. Kauft es, lest es, bildet euch ein Urteil. Dieses Buch hat es so sehr verdient. Und wenn, sehen wir uns nächste Woche wieder.